Moin Freunde und willkommen zurück zu Borderlands auf dem Schiff mit Bolias Falöle. Ja, Mäusen zusammen. Wir haben wieder ein bisschen gebastelt und haben jetzt lustige wackelnde Anhänger an unseren Waffen und neue Helme und Skins und all solch schöne Geschichten. Und du hast lauter Kacke-Skins auf deinen Waffen. Ja. Das ist auch sehr löblich. Soll scheiße sein. Löblich vor allem. Und ich habe hier auch mein Zimmer umdekoriert, Alter. Was sagst du zu meiner Wanddeko? Die ist nice. Alter. Kann man die hauen? Ich hoffe nicht. Hallo? Ey, das ist großartige Handwerkskunst. Guck mal, da ist sogar ein Pflaster auf dem Arsch, weil das schon mal... Ne? Nice. Irgendwer dachte, es ist eine Pinata, Mann. Ja. Das ist Trauma. Es sitzt sehr tief. Hey, hallo. Wir wollen mit Lilith sprechen. Und da wir jetzt so coole neue Skins und Waffen und Anhänger haben, wird sie uns einfach zu Füßen liegen für unsere allgemeine Krassheit. Das ist ganz normal so. Müssen wir lang? Einfach hier geradeaus, oder was? Ja, du bist der Pfadfinder, Alter. Ja! Ah, siehst du? Die Brücke. Da ist sie. Hier ist sie. Wir haben es gefunden. Jetzt müssen wir uns noch selber finden. Und Lilith sehe ich auch nicht. Hä? Da? Nee. Da in der Ecke. Hier sind sie alle. Tut mir leid, Kammerjäger. Du konntest nichts tun. Danke, dass du Ava sicher zurückgebracht hast. Okay. Oh, sind ja alle betrübt hier. Ja. Was machen wir jetzt? Du musst etwas sagen. Na schön, dann sag ich etwas. Ich kannte Maya, als sie noch gelebt hat. Da hat sie mir besser gefallen. Nein, das klang jetzt irgendwie falsch. Jetzt ist sie tot. Und so ist es nun mal. Wir können nur noch kämpfen, um sie in Ehren zu halten. Leute sterben in Kriegen. Haufenweise. Im Ernst. Mach die Augen auf, Leute. Deine Grabrede halte ich lieber nicht, Lilith. Keine Scherze, Tennis. Ich mache keine Scherze. Ich weiß, was ich bin. Eine brillante, rücksichtslose Wissenschaftlerin. Und ich weiß, was du bist. Denn alle auf diesem Schiff warten darauf, dass du was sagst. Und sie können erst zu den wichtigen Sachen zurückkehren, um diesen Haufen fliegenden Weltraumschrott am Laufen zu halten, wenn du es tust. Tu es. Do Maya it. War nicht nur ein Crimson Raider oder ein Kammerjäger. Sie war Familie. Aber wir dürfen unsere Mission nicht aus den Augen verlieren. Wir werden die Kammern öffnen. Dann bedeutet ihr Tod etwas. Alle zurück auf ihre Station. Die Kammern öffnen? Mehr hast du nicht zu sagen? Maya ist tot, weil du die Kammern öffnen wolltest. Wir sollten die Kalypsos jagen und dafür büßen lassen, was sie getan haben. So leicht ist das nicht. Maya hat immer gesagt, ein Kammerjäger läuft mitten hinein ins Feuer. All ihre Geschichten drehten sich um dich. Du hast Pandora gerettet. Du hast Handsome Jack getötet. Deine Rolle ist Firehawk. Ich kenne meine Rolle nicht. Dann finde es heraus, Lilith, bevor noch jemand deinetwegen stirbt. Kammerjäger, sieh nach, ob es ihr gut geht. Ich bereite alles für den Sprung nach Eden 6 vor. Ei, ei. Okay. Cool. Ey, mir ist gerade aufgefallen, zum einen, dass sie ja alle nicht so nice reden halten können. Zum anderen, in meinem Handgelenk, womit ich die Waffe stütze, da fließt der ganze Kosmos, Junge. Das ist das ganze Universum. Also, was bist du denn? Ja, Junge, mein Skin ist animiert. Da sind so kosmische Sphären am Rumwirbeln und so. Kannst du das sehen? In meinem Handgelenk, dass die Waffe stützt von unten. Nee, das ist irgendwie nur... Ja, dann bleib mal stehen. Mal gucken, ob ich es von... Bam, Junge. Ja, jetzt sehe ich es ja genau. Ne? Ah ja, da fließt es. Ja, so, okay. Es ist ein fließender Prozess. Ja, das Universum ist im Fluss, Alter. Ja. Ganz klar. So, wir müssen jetzt zu der Junkin, die nicht so happy ist mit dem ganzen Ausgang. Aber hat sie nicht auch ein Buch? Hat sie sich nicht in ein Buch verwandelt oder so am Ende? Die andere, ja. Ja, cool. Aber nicht sie. Hey, nee. Kammerjäger, es gibt nicht viel zu sagen. Das hier ist Krieg. Menschen sterben im Krieg. So muss es sein. Aber fürchte Tod nicht. Sie ist deine Freundin, die dich am Ende deiner Jagd erwartet. Danke. Du hättest nicht mit mir reden müssen, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Hier, das ist... Es gehörte ihr. Sie würde wollen, dass du es bekommst. Aha. Ich bin sicher, sie machen sich bereit für den Sprung nach Eden 6. Du solltest da oben sein.
Ich glaube, ich muss eine Weile allein sein. Okay, geht chillen. Okay, und wir haben es jetzt noch nicht bekommen, oder was? Nee, das bekommen wir, also war auch irgendeine Info. Ja, deswegen. Wir kriegen das, wenn wir jetzt mit Lilith sprechen. Das ist auch optional, wir hätten auch gar nicht mit dir sprechen müssen. Ja, aber wir sind ja so eine Art Psychologen im Weltall, deswegen... Du auf jeden Fall, du hast richtig gute Worte gefunden. Oder? Gute Freundin, der Tod, Alter. Sylvanas, Lilith, hi. Kammerjäger, gut, du bist hier. Wir müssen Kurs auf Eden 6 nehmen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Wir erhalten eine Übertragung. Oh, nee. Was jetzt? Ich frag mich, von wem? Anscheinend habt ihr euren Heulkreis gestört. Vielleicht teilt euch das hier etwas auf. Ey, come on. Alter. Wow. Diesen Monstern irgendwas oder jemand wichtig ist. Und das macht sie so gefährlich. Tennis sagt, die Kammer unten auf Promethea ist irgendwie mit einer auf Eden 6 verbunden. Wenn die Kalypsos sich diese Kammer unter den Nagel reißen wollen, müssen diese Monster erst an uns vorbei. Zum Glück haben wir einen Freund in dem Gebiet. Ja, Klepter, Freunde. Gib mir Hammerlock auf den Bildschirm. Hammerlock. Safe. Lilith, Wainwright Jacobs zu Diensten. Ich muss leider sagt er was? Dass diese KDK-Fanatiker Hammerlock von mir nicht. Und jetzt wollen sie wohl mich holen. Noch ein Schritt und ich pump dich voll blei. Ja, schön. Ich werde dir mein Familienwappen in deinen Feigen. Er erzählt uns gerade, dass Hammerlock entführt wurde und will Leuten sein Familienwappen eingravieren. In den Arsch. Sieht so aus, als wären die KDK schon auf Eden 6. Kammerjäger, triff dich mit Wainwright Jacobs und finde heraus, was da unten vor sich geht. Cool. Okay. Jetzt haben wir die Waffe bekommen. Ja, Mann. Und ein Buch des Sturms. Schaltet Waffen. Vierte Slot. Ja, Mann. Ah, okay. Es ist soweit. Und wir haben das Buch bekommen. Als Bonusausrüstung. Cool. Buch des Sturms. Wofür ist denn das? Cloudkill. Ach, so ein Schmuckstück. Ja, das wieder zum Dranbaumeln. Ja. Nun wirst du dich erheben. Okay. Ist es echt ihre Waffe? Sieht ja höchst interessant aus hier. Oh. Boah, das ist wieder so eins zum Aufladen, okay. Cool. Oh mein. Klasse 4. Das hatte ich eben auch schon, Alter. Geil. Junge. Da okay, geht's aber schön nach vorne. Das Problem ist, die Munition, die habe ich in einer anderen Waffe. Das heißt, ich muss diese eine Waffe noch wechseln. Okay. Bei mir sieht's ganz cool aus. Ja, Sniper. Cool, 4 Waffenslots. Jetzt geht das richtig nach vorne, Junge. Es wird uns nie wieder an irgendwas mangeln. Außer an 5 Waffen. Ich will das Möppelding daran. Gucke nicht so, Alter. Jetzt habe ich ein kleines Büchlein hier dran. Oh. Echt, zeig mal. Wieso sehe ich's nicht? Hier, da, bei mir. Hannes, zeig mal drauf. Da. Ja, ich sehe es nicht. Was soll das denn? Ich hab's ja selber auch. Ach doch, bei mir sehe ich's nur. Warte, dann müsste das ja, bei dir... Ja, warte, ich sehe es doch bei dir auch. Hä? Ja, ich sehe es doch bei dir. Ja, ich sehe es bei dir aber nicht. Guck doch mal richtig hin. Ja. guck doch mal richtig jetzt, Mensch. Hannelore. Mach doch mal ein Foto von dem Wind. Hä? Da ist also kein ich sehe es bei dir, da baumeln. Junge, Alter. Ehrenmann. Das war schnell weiter. So, ekliger, Alter, schnell weg hier. Ich bin der Eklige hier. Jetzt bin ich hier unsichtbar geworden vor lauter Lachen. Ich raste aus. In 6 habe ich ausgewählt. Flieger wir schon, fliegen. Oh, ja. Junge, hier, aua. Schick, feine Junge. Animation, hör mal. Schön. Oh ja. Oh, soll das so sein? Mein Affe leuchtet. Ich bin runtergefallen. Jo, tschüss. Nanu? Nanu? Plötzlich bin ich weg. Sieht auch nicht schön aus, die Welt. Seh die Welt von oben.
Sieht doch gut aus an sich. Ja, ein Astronaut. Ja. Cool. So, wo müssen wir jetzt hin? Ja, ich dachte, jetzt redet noch mal wer, aber... Nee, so eine Motivationsrede für den Krieg oder so. Ja, ihre Reden mag ich nicht, egal von wem. Können alle die Fresse halten. Sollen wir mehr Leggy-Waffen geben? Leggies! Wir müssen zur Kapsel runter. Ach ja, richtig, wir müssen ja wieder bei Ellie erstmal. Hallo, was tust du denn hier? Bam. Ja, die Schränke von den anderen aufmachen. Ja gut, looten und leveln. Mit Geheimnissen haben sie es ja nicht so, wenn sie uns auch ihre Freundschaftsbücher geben, die wir uns dann an der Waffe hängen. So. Die man bei manchen dann übrigens nicht mal sehen kann. Na, ich sehe alles. Ja. Schön die Spycams so, überall installiert. Ah, nach unten, hier. Wie lang? Ich weiß es nicht. Vor allem waren wir da doch vorhin erst zum Iridium-Skin kaufen und so. Oh, hier ist Alter. Der Putzmann. Hallo. Er hat auch einen geilen Hut. Den hätte ich auch gern. Schön den Eimer. Hier müssen wir doch sein. Hier müssen es doch richtig hier sein. Hier müssen wir sein. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Ich habe übrigens keinen Eimer im Haushalt, fällt mir auf. Wie, du hast keinen Eimer? Ich habe halt keinen Eimer. Ich bin kein Eimerbesitzer. Jeder hat einen Eimer zu Hause. Nein, habe ich nicht. Ja, gut, einfach für die Sicherheit. Irgendwo sind schimmelnden Plastereimer vielleicht. Ja, hol dir. Oder nimmst den Mülleimer dann. Ja, gut, okay. So einen habe ich. Ich habe einen Mülleimer. Wir gehen los zum Hochmoorbecken. Geil. Ich freue mich auf die Welt. Die letzte war ja so, so übertrieben hübsch, ne? Mit den Mönchen und den Kirschblüten. Ja, da passiert halt nichts und so, ne? Bisschen saufi. Ja, genau. Und hier ist jetzt voll der Morast. Oh, mit Intro. Affen. Das sind deine Kumpels hier. Ja, geil. Da. Junge. Okay. Kammerjäger, ich wünschte, ich könnte dir das gebührende Jacobs-Willkommen auf Eden 6 geben, aber diese KDK-Teufel sind überall. Ich sitze mit ein paar Überlebenden im Jagdhaus meiner Familie fest. Die Vorräte gehen uns aus und wir sind umzingelt. Ich brauche deine Hilfe. Cool. Okay. Das klingt ja super. Hier geht's in mehrere Richtungen irgendwie und hier leuchtet was. Deswegen bin ich... Ja, da können wir mal gucken, ob wir da eine Kiste finden oder irgendwas. Ja, sowas. Zum Beispiel. Und ohne Witz... Aber da geht's halt nicht weiter, ne? Das war damals, als wir das erste Ratchet & Clank gespielt haben und es auch noch nicht so irgendwie mega Internet-Guides und Co. gab, da haben wir tagelang, also jetzt nicht durchgehend, aber tagelang haben wir auf einem der neuen Planeten unseren Quest-NPC gesucht. So. Und dann irgendwann, als wir schon nicht mehr zusammen gespielt haben, also es war halt so, haben wir durchgesuchtet oder versucht, weil mein Cousin auch frei hatte... Und dann war er nicht mehr da, dann habe ich mich umgedreht, nachdem wir gelandet sind, wie wir gerade. Und da stand er hinter dem Schiff, ohne Map, ohne Anzeige. Und wir haben diesen Planeten abgesucht, sind da ohne Witz 20 Mal durch, sind rumgesprungen, haben Bugs ausgelöst und sonst was. Und dann stand er hinter dem Schiff. Das werde ich nie vergessen. Das war so krank. Und dann musste ich ihn... Das Einfachste. Ja, eben. Und dann musste ich ihn fucking anrufen, weil es nicht mal WhatsApp gab und so ein Shit. Und ihm sagen, wie bescheuert wir sind. Das war total toll. Denke ich heute noch gerne dran zurück. Dieses Anrufen. Oder? Was soll das, Alter? Telefonieren. Geh doch nach Hause, du Höhlenmensch. Was ist da los? Da ist doch schon wieder ein Fahrzeug. Böses. Ich hätte diese feigen Bock. Fanatiker. Die Jacobs Corporation hat 300 Jahre lang überlebt, aber diese KDK-Teufel haben sich im System breit gemacht wie eine Seuche. Und nur auf Befehl dieser Kalypso-Bastarde. Sie haben meinen Vater getötet, weil er ihnen die Kammer nicht überlassen hat. Und jetzt sind sie hinter mir her. Die Schweine. Bist du bereit? Ja, ich hätte auch Bock auf ein neues Sumpffahrzeug auf jeden Fall. Servus. Ja, ist erstmal eine Sumpftoilette. Die Sumpftoiletten hatten wir doch eben schon. Ich höre schon wieder diese Beknackung hier. Ihre Meme-Zusammenschnitte laufen überall, wo sie sind. Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Hier ist wer überfahren worden. Wo? No, ja, wo, Alter? Alter! Die hat auch eine Quest oder so. Ja, Pflaster ohne Laster. Oh, diese armen Schweine. Hey, Kammerjäger! Hier ja, die müssen wir auf jeden Fall mitmachen. Ja, Mann, sprich mit Miller. Hier, ist er das? Ah ja, hallo Miller. Hör mal, du musst uns helfen, dieses Monster aufzuhalten. Er nennt sich selbst Inquisitor Blutflatter. Der Scheißkerl hat meinen besten Freund Coop umgebracht. Blutflatter und seine Gang fahren Amok und überrollen im Namen dieser Kalypso-Teufel unzählige unschuldige Zivilisten. Du musst mir helfen, Coop und all die anderen zu rächen.
Besorg dir eine Karre und mach diese Wichser platt. Yeah! Wenn du an Alles den Inquisitor rankommen willst, musst du zuerst deine Gang ausschalten. Dann hast du ihn am Sack. Und zwar so richtig. Gang, Gang. Okay. Sollen die Bande töten? Wir haben keine neuen Waffen freigeschaltet. Da waren wir also, Coop und okay. Ich, und sind unserer Arbeit im Jacobs-Sägewerk nachgegangen, als diese verdammten KDK-Trottel aus dem Nichts aufgetaucht sind und meinten, sie würden die Jacobs-Kammer suchen. Dann nannten sie uns Ketzer und sowas und fingen an, alle umzubringen. Cool. Das war Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Purer Wahnsinn. Unter anderem bin ich eine Expertin im Töten von KDK. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Cool. Ich bin sicher, Wainwright Jacobs Wait, wird sich erkenntlich zeigen für deine Hilfe. Haben wir das neue oder das alte Modell jetzt gerade? Das alte. Ja, haben wir nicht ein neues bekommen? Ja, aber das ist ja viel zu schnell. Ach so, ja, wir sind auch zu alt für so einen Schnickschnack. Ja, genug ja. Genug Schabernack. So, warte mal, jetzt müssen wir erstmal gucken. Moment, welche haben wir denn jetzt ausgewählt? Das ist jetzt dieses... Wo sind denn die Quests? Quest. Genau, wollen wir erstmal die Nebenmission machen? Ja. Side-Quest. So, müssen wir die andere Richtung machen. Da unten rechts müssen wir hin. Ride round. Ab geht er. Alter, ey, da wäre ich voll dabei. Auf irgendeinem fucking Planeten landen, erstmal rumheizen. So, eins haben wir. Oh ja. Und zwei. Da vorne fällt da ist noch irgendein Penner. Ich treff die nicht, Junge. Mein Aim ist schon wieder auch richtig im Urlaub. Gut, dass wir nicht Overwatch im Moment spielen. Das wäre richtig schlimm. Alter, verreck jetzt, du Sau. Das gibt's doch nicht, jawohl. War das der zweite? Nee, der zählt gar nicht richtig. Da hinten. Geradeaus. Ey, hier schön durch den Sumpf. Ich finde das richtig nice gerade. Oh shit. Okay, das war gar nicht mal noch einer. So schwer. Ey, wie viele kommst du hier? Raus mit die Viecher. Na her, hier. Junge, wie er komplett fährt. Ich raste aus. So, wo müssen wir jetzt hin? Töte Blutflatter. Hier war aber noch eine Quest, oder? Habe ich das gerade geträumt? Nee, da links ist noch eine. Ich würde sagen, wir nehmen die an und machen diese Quest jetzt nicht zu Ende. Weil die ist komplett auf der anderen Seite der Map. Oh, okay. Ja gut, dann haben wir die vorbereitet. Den finden wir locker random dann wieder irgendwo und wundern uns, warum der so viel aushält. Ich hab dich vermisst, kleiner Freund. So, mach schnell, Gesell. Sind deine Freunde so? Mach langsam, Speedy. Ich futter hier ein Sandwich. Bedeutet das Wort Bremsstreifen bei dir was Gutes? Dann ist es Zeit zu fahren. Ich bin Purisa. Hüpfe in den Outrunner und lass uns Gas geben. Cool. Der Tempodämon ist da. Nimm die Runden, um zu beweisen, dass du bereit bist für die großen Sachen. Wenn du meinen Outrunner schrottest, halt einfach bei der Werkstatt an. Ich hab Reserven. Okay. Was möchtest du? Du hast den Schützenplatz, okay. Geil, schön den Buggy, Junge. Waffe. Spring über Rampen. Wo sind denn Ich kann nichts schießen. Ich habe keine Waffe. Ja, du sitzt einfach nur so da. Jawohl. Ich kann mir das ganze Spektakel machen. Das ist nice. Ja, let's go, Alter. Woo, läuft schon wieder. Voll nice. Da ist noch einer. Jawohl, da geradeaus durch. Geradeaus? Ja, da wäre noch einer, oder nicht? Da. Meinst du diese hier? Junge! Oh, geil. Was ist das denn, Alter? Ein Dino? Was? Wo? Links. Hinter uns. Das oh, shit! Dino. Was ist das denn? Oh mein Gott! Fuck! Yeah! Okay, waren das jetzt alle Rampen? Und verfolgt uns der Dino? Das sind die beiden Fragen, die ich habe. Du hast jetzt drei. Du hast ja drei Dinger gemacht. Hat die hat nicht gezielt, oder was? Ja, geil. Ja, warte, ich muss ja erstmal hier. Dann darüber und dann links halten. Links halten, okay, da ist Dino-Kotze. Oh shit, was ist das für wie? Dino-Kotze. So, links jetzt halten. Jetzt links halten, genau, und da geradeaus zum Ohr. Fuck. Oh nein. Jawohl. Easy. Und geradeaus jetzt weiter. Oh shit, die Kotze! Genau, da! Oh mein Gott! Oh! Was? Nochmal. Was soll das denn? Was für dich sollte nach Hause gehen? Ja, oh shit, wir werden jetzt vor dem Dino kurz so ein bisschen driften hier. Ja, drifte. So. Und jetzt Achtung, jetzt geht's richtig ab, Junge. Röms! Das war wieder nicht richtig, oder?
Hat dir das wieder nicht gefallen? Nee, ich muss auf der anderen. Och, das ist ja also. Das ist aber auch, also wirklich. Ganz ehrlich, pass auf. Wir machen das jetzt richtig Kinderkacki-mäßig. So, ne, das wird reichen hier, oder? Ja, du. Wir gucken. Oh. Yeah! Ja! Eine ganze Woche! Guagloop wird dich nicht mehr loslassen. Bist du jetzt bereit für den großen Sprung? Das ist ein Vorteiler und mein Daddy ist der einzige Fahrer, der ihn je geschafft hat. Nice, Mann. Ihr Daddy, Alter. Okay. Bin dennoch ein bisschen verwirrt von der Mission und von dem Dino. Hier und rechts. Von... Siehst du das da? Ah ja. Sieht man da das? Müssen wir aber schön Anlauf nehmen. Schön mit Anlauf, Junge. Hier bei der anderen Rampe. So. Einmal umdrehen. Einmal jetzt richtig. Warte. Schön mit Gefühl. Achtung. Ja. So, ganz, ganz langsam. So. Und jetzt richtig straight in den Baumstamm rein. Abfahrt! Jawohl! Ja, sieht gut aus. Ja, wir haben zumindest nicht versagt. Ah. Naja. Oh nee. Komm mal bis rückwärts. Geht gar nicht. Ah. Ja, dann steigen wir mal aus, ne? Wie du da drin sitzt und dich drehst. So, ich steig mal aus hier. Warum? Vielleicht bin ich zu schwer. Ja, das kann sein. Achtung, oder? Junge, ey. Ich will dir nur helfen. Ja, klar, Alter. Was soll denn das hier jetzt, Mann? Toll, ey. Was ist denn diese Mission? Ja, und das hier lassen wir einfach da hängen. Wird schon nicht stören beim nächsten Sprung. Lass den Dino fighten. Den Dino? Der ist ganz weit hinten. Gute Idee, vor allem der war Level 25 oder so. Das sind wir 21. Ja, wir sind 23. Wir fisten den. Das ist locker wieder irgendwas für hier Mr. Weltraumjäger und so. Ja. Naja, aber pass auf, wenn ich auch auf den Tacho gucke, dann war das jetzt nur die Warm-Up-Mission und das Kennenlernen des neuen Planeten mit Sumpf, Sägewerken, Achterbahn und Co. Und im nächsten Part zeigt Bolias uns, wie man das easy first ride kann mit dem Jump. Easy, Alter. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Macht's gut.